Leute, guten Morgen zum nächsten Tag. Es geht natürlich nicht so gut bergab, wenn man nicht gut bremsen kann. Und es ist total laut, total blöde Anfang zum Vloggen. Aber egal. Heute geht's auf nach Köln, die letzte Station. Ich bin momentan noch in Wuppertal und dann geht's erstmal los an den Rhein. So, liebe Leute, was ist denn mit der Blende ständig los? Keine Ahnung, vielleicht ist es kaputt. Glaube ich nicht, aber hier, da sieht man schon, hier hinter ist so ein Schloss mit einem Schlosspark dran. Ich bin gerade in, wie heißt der Ort nochmal? Scheiße. Ah genau, ich bin gerade in Benrath mit TH am Ende. Also Benrath, wenn man das Englisch aussprechen würde. Und ich muss ja irgendwie so einen Eingang hier zu dem Schlossgarten finden, damit ich dann da durch kann und dann bin ich auch schon am Rhein. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich bin endlich am Rhein angekommen, man sieht ihn schon. Boom. Ich glaube, ich fahre mal lieber unten lang und dann geht's los. So Leute, ich wollte über eine Brücke rüber, das ist eine kleine Brücke, aber die ist heute wegen Hochwasser gesperrt. Was ist denn bitte für eine Scheiße? Warum? Naja, ich muss jetzt ein großes Stück zurückfahren, irgendwie 2-3 Kilometer. Und nach den 2-3 Kilometern muss man mit der Fähre auf die andere Seite vom Rhein. Und dort ist auch nicht mal sicher, ob da irgendwelche Brücken gesperrt sind. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Oh, ich hoffe, dass der Wind nicht zu krass ist. Das wäre kacke jetzt. Geil. So Leute, ich bin die einigen Kilometer jetzt zurückgefahren und dort kommt gleich die Fähre auf mich hin. Es ist sehr windig und ich hoffe, dass auf der anderen Seite nicht so krass Gegenwind ist. Und dann sehen wir uns gleich auf der Fähre wieder. So Leute, ich bin jetzt schon von der Fähre runter und fahre jetzt eine lange Straße nach geradeaus. Logisch. Also, egal. Und es geht in den nächsten Ort, irgendwas mit M. Und von dort ist es nicht mehr weit nach Köln, irgendwie so 17 Kilometer oder sowas. So Leute, das ist der Wind, ich hoffe ihr versteht mich, aber man sieht schon die Spitze des Doms. Das heißt, ich weiß schon, wo ich hin muss und brauche nicht mehr aufs Navi zu gucken und sowas. Hab gerne nur noch 14% Akku und es geht jetzt in die Innenstadt.
So, liebe Leute, die Blende brauchen wir wieder eine halbe Ewigkeit. Ich ziehe mich hier mal ganz entspannt lang und ich bin in Köln angekommen, also war ich vorher schon auch, aber jetzt bin ich so schon sehr in einer Stadt dran. Ich hab noch voll jetzt einfach mal zur Turmplatte und guck mal, ob mir dann vielleicht irgendjemand könnte, da rumhängt. So, liebe Leute, ich bin unter der Brücke durch. Der Kölner Dom ist da, wenn man ihn gesehen hat. Und ich gehe jetzt erstmal in die Innenstadt. So, Leute, ich war schon angekommen, habe meinen Rucksack schon abgelegt und im Hintergrund sieht ihr den Dom und nee, kein Bock. Ja, ich habe hier den Thies getroffen am Start und wir fahren jetzt mal so ein bisschen durch den Rhein. Wir fahren durch den Rhein, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? So, Leute, wir fahren jetzt zum Mediapark. Vielleicht auch mit eurer Mediakraft. So, Leute, hi, ich bin der Dies. Und wir fahren gerade zum Mediapark. Hat der Hauke. Okay. Hat der, glaube ich, jetzt. Hat er jetzt, glaube ich, schon gesagt. Und ja, wir sehen uns bis gleich. Die beste Entscheidung deines Lebens. So, Leute, wir haben unsere Meinung geändert. Wir fahren jetzt zu Concrete Ways, weil eine Person, ich sage jetzt mal nicht wer, zu inkompetent ist, zu sagen, wo der Mediapark ist, wo wir aussteigen müssen. Oh, Olli. Naja. Ah, okay. Dann sehen wir uns gleich in Concrete Ways wieder. Wir haben uns jetzt doch dagegen entschieden. Wir waren richtig on point und der Dönerladen hatte zu. Was? Ach ja, gar nicht. Der Dönerladen hat nicht zu, sondern Concrete Race hat zu. Und der Mediapark, der hat bestimmt dann auch einfach zu, ne? Ja, weil der auch zumachen kann, ne? Ja. Ja, der hat ja da einfach zu. Oder wegen meiner Dummheit. Dieser Blick. Nein, einfach nein. Doch. Wir teilen uns jetzt den Döner richtig romantisch. Hashtag ja. Bisschen Homo. Hashtag Big Love. Nee, eigentlich nicht. Nein. So, Leute, das war's jetzt von dem Tag. Ja, das war echt geil mit diesem Vollspasti da. Hallo, Kameramann, für dich da. Ja, ich bin der Kameramann. Da. Ja, ja, ist okay. Zähl schon mal, hau rein, ne? Ja. Oh mein Gott, Digga. Man sieht sich ansonsten in Skype, ne? Ja. Da kommt deine Bahn. Von einmal kurz. Ciao. Warte. Ciao. Tschüss. Grüß zu meinem Teppichboden. Grüß gehen raus an seinen Teppichboden. Nein, Spaß, Leute. Das war's jetzt auch wirklich von diesem Tag. Wir sehen uns morgen nochmal wieder, weil ich da auch noch eine relativ lange Zeit in Köln bin. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Logisch.